Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute habe ich wieder ein SBB gegen dich und zwar machen wir das Ganze um den besten Golfer, den die Fußballwelt je gesehen hat, den besten Sprinter aller Zeiten und den besten Freischusskünstler aller Zeiten. Natürlich mit einem ganz großen Kapper, aber auf jeden Fall machen wir das Ganze um Gareth Bale. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich sehr gerne über ein Abo freuen und wenn dir das Ganze gefällt, lass gerne ein Like da. Wie ich es immer sage, es sind für euch nur zwei Klicks, für mich ist das eine unfassbar große Unterstützung und es freut mich wirklich sehr. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir schnacken nicht lang, wir schnacken direkt ins Video durch. Wie immer gelten die ganz normalen SBB-Regeln, das heißt, wenn du nicht weißt, wie die ganzen Regeln sind, verlinke ich dir hier oben ein Video, da kannst du es genau anschauen, wie das Ganze aussieht. Und wir spielen Gareth Bale im Sturm in der 4-2-2-Formation und fangen direkt mit unserem linken ZOM und unserem linken ZDM an. Am besten pausierst du das Video bei den einzelnen Positionen, ich gebe dir natürlich dafür auch immer Zeit, damit du genug Zeit hast, dir die Spieler für die einzelnen Positionen zu überlegen. Deswegen pausierst du am besten genau jetzt das Video, denn wir fangen jetzt an mit unserem linken Zehner. Auf der linken Zehner habe ich mich für eine absolute Maschine entschieden, die ärgert wirklich jeden dieses Jahr in FIFA, egal ob es seine Europa League Karte ist oder seine Foot Birthday Karte, und zwar habe ich mich für Foot Birthday Fekir entschieden. Auf dem linken ZDM habe ich auch noch eine andere Karte ausgewählt und dazu kommen wir genau jetzt. Denn hier spielt eine Karte aus Real Madrid und zwar Camavinga. Ist natürlich jetzt nicht die beste Karte, aber er linkt auf jeden Fall zu Bale und zu Fekir und das öffnet uns neue Optionen für den rechten Stürmer, dem ZOM und dem rechten ZDM, wo wir jetzt hinzukommen. Also am besten pausierst du auch jetzt wieder das Video. Im rechten Sturm habe ich natürlich eine walisische Legende ausgesucht und zwar den Mann mit dem bekanntesten Schnurrbart in der ganzen Fußballgeschichte und zwar Ian Rush Moments. Als nächstes müssen wir natürlich noch unseren rechten Zehner und unseren rechten ZDM einfügen und unser rechter Zehner wird sein, es ist eine Foot Hero Karte, es ist jetzt keine besondere Karte, aber für viele, die deutschen Fußball auf jeden Fall schon länger verfolgen, die Leute kennen diesen Spieler und zwar Lars Ricken. Jetzt kann ich natürlich in der ZDM-Position jeden Bundesligaspieler nehmen, weil Ricken ist ja eine Hero-Karte, aber falsch gedacht, ich entscheide mich für Bernardo Silva in Form. Jetzt wird das Ganze natürlich etwas knifflig mit den ganzen Links, ne? Aber egal, wir kommen zu unseren Außenverteidiger. Unser Linksverteidiger und unser Rechtsverteidiger sind jetzt dran. Das heißt, du pausierst auch hier wieder am besten das Video. Auf der Linksverteidiger-Position habe ich einen Ex-Bayern-Spieler. Eine Karte, die absolut nicht spielbar ist in diesem FIFA. Aber er hat es trotzdem in dieses SBB geschafft, weil ich brauche den für Chemiepunkte. Bedeutet, wir haben hier auf der linken Seite Juan Bernat. Auf der Rechtsverteidiger-Position haben wir auch eine Karte, die nicht unbedingt die beste Rechtsverteidigerkarte ist, aber sie war auf jeden Fall in Ordnung und letztes FIFA war diese Karte super. Und diese Karte heißt Mukiele. Als nächstes haben wir noch unsere beiden Innenverteidiger und den Torwart. Das heißt, du pausierst auch jetzt wieder am besten das Video, denn wir kommen direkt zu unserem rechten Innenverteidiger. Dieser braucht natürlich einen Hyperlink zu Bernardo Silva und dementsprechend haben wir uns für Ruben Dias Team of the Year entschieden. Eine Karte, die auf jeden Fall spielbar ist dieses Jahr. Vielleicht nicht die beste Innenverteidigerkarte, aber es sieht auf jeden Fall richtig schnieke aus für unser Team. Kommen wir nun aber zu unserem linken Innenverteidiger und ich denke, du weißt genau, welche Karte da kommt. Wenn nicht, dann ja. Wir haben auf der Position Sergio Ramos. Jetzt brauche ich natürlich einen Torwart und ich habe unfassbar viele Möglichkeiten. Ich kann einen Portugiesen aus der Liga A nehmen, ich kann einen De Gea nehmen aus der Premier League und für wen habe ich mich wohl entschieden? Richtig, ich habe mich für Rulebreaker Lopez entschieden. Das war auf jeden Fall jetzt das ganze Team. Ich werde jetzt gleich die ganzen Karten umstellen und du hast die Chancen, so viele Snipes, wie du gerade hier gesniped hast, bei mir abzustoßen. Dementsprechend überleg dir, welche Position du nehmen würdest und ich würde sagen, ich fange jetzt an zu mixen. Während ich jetzt hier mit dir quatsche, stelle ich auf jeden Fall jetzt alle Spieler gerade um. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wer euer nächster Spieler sein soll, also bei welchem Spieler soll ich als nächstes ein SBB machen. Und ja, ich würde sagen, ich bin mittlerweile auch schon fertig mit dem ganzen Umstellen. Merk dir jetzt die Position, die du dir ausgesucht hast und ich würde sagen, ich löse genau jetzt auf. Und so sieht das Team jetzt aus. Hast du meinen linken Zehner erwischt, hast du auf jeden Fall den teuersten Spieler erwischt in diesem Team mit Ruben Dias Team of the Year. Hast du dich für die beiden Sechser entschieden, bin ich auch komplett RIP, denn das sind einfach echt die zwei teuersten Karten mit Bale noch zusammen, also zwei, dritt und vier teuersten Karten. Wenn du den Torwart genommen hast, hast du Bale getroffen, also mein Starspieler. Ich hoffe, du hast natürlich nicht den Torwart genommen und ja, ich würde sagen, wenn dir das ganze Format gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und wenn du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.